Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Jetzt ist es soweit. Das Fleisch habe ich jetzt vor mir liegen. Das blende ich euch jetzt gleich ein. War viel Arbeit. Fleisch eingepökelt in Folie. Ist meine liebste Art. Dann 6 Wochen warten. Dann durchbrennen lassen das Fleisch, 1,5 Wochen, gute 1,5 Wochen, ein paar Tage im Kühlschrank, ein paar Tage heraus in einen kühlen Raum. Dann räuchern, ich habe es bloß 2-mal geräuchert. Manche räuchern das Fleisch zu Tode, 3, 4, 5 Mal sogar, was ich da immer so höre oder sehe auf YouTube oder in so gewisse Foren. Nee, das mache ich nicht. Mir reicht 2, höchstens 3 Mal räuchern und dann passt. Ich zeige euch das jetzt gleich. Ich habe dich jetzt gerade von kühlen Raum rausgeholt. Jetzt müsst ihr mich mal kurz entschuldigen. Ich schwenke jetzt das einmal was runter, bis das da alles eingepasst ist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, so geht's auch. Hier kann man jetzt die schönen Stücke sehen. Ich mache jetzt das bloß mal fest. Ich schwenke jetzt das noch ein bisschen so rüber. Jawohl. So, jetzt müsste es so einigermaßen im Bild sein. Das ist jetzt das Fleisch, wo ich geräuchert habe. Dann tun wir mal die von den Haken da befreien. Das sind eigentlich so Fischräucherhaken zum Fischräuchern. Da hängt man das da und da ein. Das ist immer so blöd, jetzt, weil ich so anders umdenken muss. Und dann hängt man das ein im Räucherofen. So, die tue ich jetzt mal dabei daher. Und jetzt zeige ich euch mal einen Unterschied. Hier ist jetzt eine Schweinebacke. Kalt geräuchert. Schaut euch mal das an. Die durch dann halbieren. Meine Frau wollte das schon gleich, nachdem ich es rausgetan habe vom Räucherschrank, schon probieren. Sage, nein, das lassen wir es erst mal ein paar Tage durchziehen. Sage ich, so gern, wie ich dir etwas probieren lassen möchte. Aber dann schmeckt es umso besser. Und da wollte ich euch bloß den Unterschied zeigen. Und das ist jetzt genau auch eine Schweinebacke, wo jetzt da ins Bild dazu kommt. Und die ist luftgetrocknet. Also sprich, diese luftgetrocknete lasse ich gut, ja, ich sage jetzt mal Ende November noch im kühlen Raum hängen. Viele wollen kein luftgetrocknetes bei meiner Familie, die wollen lieber das Geräuerte. Aber dann ist es gut, da bleibt mehr für mich. Lach. Also wie gesagt, luftgetrocknet. Geräuchert 2-mal, circa 10 Stunden. So, jetzt tue ich mal was herrichten für euch, dass ihr mal das seht, wenn ich es aufschneide. Das ist das Wammerl, Bauchfleisch. Schaut so aus. Die Gewürze habe ich da alle drum lassen. Das ist sowieso die Haut. Die kommt sowieso weg, aber hier ist es schön drauf. Das Fleisch, wenn man sie sehen kann, wenn ich es drücke, ist auch schon gut. Ist schon gut hart. Da haben wir nochmal ein Ding. Das werde ich halbieren. Und hier ist das andere Stück. Schweinebacke. Schaut doch echt toll aus, oder? Jetzt. Letztes Mal habe ich euch ja mal ein Messer gezeigt, habe ich meine Messer euch gezeigt und jetzt zeige ich euch noch das ULO-Messer, das wo ich bekommen habe von einem guten Freund, der leider verstorben ist, weil das wollte ich da nicht extra rüberholen von der Küche und das habe ich vorhin schön geschärft. Hört ihr die Musik? Habe ich das schön geschärft und das wollte ich euch bloß noch mal gezeigt haben. Ich kann es jetzt mit den
Ulu schneiden, oder ich habe ja ein anderes Messer auch schon hergerichtet. Sollen wir es mal mit den Ulu probieren? Ja, okay, probieren wir es mit den Ulu. Schneidest du so ein Stück runter, ein halbes Teil, also ich tue jetzt dann alle im Vakuum, ich werde, glaube ich, alle halbieren und dann habe ich immer schöne frische Stücke. Ich schneide jetzt mal hier mal runter, schneiden wir mal das runter, dann seht ihr mal gleich das Bild, wenn es angeschnitten ist. So, und jetzt, wenn ihr den Duft riechen könntet, dann würdet ihr ausflippen. Echt total super. Wow. So, so schaut es jetzt aus. Ich schwenke das ganze Teil mal nochmal nach oben. Und sage, hoppla, das ist jetzt alles schief, aber das ist jetzt wurscht. Ich sage, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Pfiat euch, und das lassen wir uns jetzt dann schön schmecken. Schön den aufgeschnitten in der Wurstmaschine. Toll. Oh, toll. Gut, also dann bis zum nächsten Mal, euer Albert. Pfiat euch.